So, und da sehen wir 1-0 für Chef aktuell. Die beiden Teams spielen mit folgender Aufstellung. Chef spielt Montana, Vermont, Doppel-DM, Petro, Doppel-Gearing, Delny und Gdansk. Bonk spielt Doppel-Vermont, Doppel-DM, Moskwa, Doppel-Haru, Grozovoy und eine Kleber. Da ist sie, die Kleber. Jetzt schauen wir natürlich zu den Jungs von Bonks rüber, weil ich erstmal schauen will, ist es eine Lecce-Kleber? Nein, es ist eine Gunboot-Kleber. Und schauen wir uns auch gleich die Aufteilung an, wie die Jungs sich hin verschieben. Wir sehen Smoke Train mit Kleber zu D. Ich denke, dass hier ein Early Cap versucht wird. Auf D mit der Kleber kann ich mir ganz gut vorstellen. Moskwa fährt rüber. Smoke Train mit Grozovoy zu B. Vermont und Vermont werden sich wahrscheinlich beide aufteilen. Dann haben wir auf der anderen Seite bei Chef Petro mit Gdansk und einer DM Richtung A, hätte ich jetzt mal gesagt. Wahrscheinlich stellt sich auch DM vielleicht hier hin. Mal schauen. Grozovoy, Delny, doppelt Gearing fahren in die, also die Gearing fährt in die Mitte. Vielleicht smoked er auch seine DM hier. Aber auf jeden Fall Delny mit Highspeed auf dem Weg zum E-Cap. Ich denke, die Kleber hat hier einen leicht besseren Spawn. Gearing und die andere des Moin mit Vermont zum E-Cap. Ich denke, sie versuchen hier vielleicht Punish zu machen. Aber sie scheinen da vielleicht auch ein bisschen Glück zu haben, weil da keiner hinfährt. So wirklich. Da kommt der Smoke dann auf der anderen Seite. Okay, interessant. Die haben sich da beide so ein bisschen gegeneinander, versuchen sich gegeneinander auszuspielen. Also ist kein klassisches, wir setzen uns mal ins C-Cap rein. Auch wird hier nicht die klassische DM-Position bespielt, ja, die man halt auch schon kennt. Da kommt das Radar von der Gdansk, um mal zu gucken, was hier Phase ist. Ja, da kommen Torps. Ah, da müsste eigentlich eh das safe sein. Ich denke, die Gearing wird gleich rein reversen und sich da das versuchen, das Cap unter den Nagel zu reißen. Gut, die Kleber ist early im B-Cap. Schauen wir mal, ob sie das B-Cap auch durchkriegt. Wahrscheinlich nicht, weil die Gdansk, die Delny ist da, um ihn zu resetten. Da werden jetzt die ersten Shots getradet. Die Frage ist, haben die Torps Range? Ich denke mal nicht. Gdansk dreht raus. Gdansk ist, glaube ich, auch so ein bisschen als Hardcounter gedacht. Na, was heißt das Hardcounter? Als Counter gegen die Kleber gedacht, denke ich mal. Weil du einen Heal hast, du kannst eine Kleber outtraden. Und die Kleber von Bonks leidet gar nicht so wenig. Ne? Der kriegt ordentlich eine drauf, bremst jetzt nochmal, um die Shots zu dodgen. Aber wie gesagt, hat das Cap nicht bekommen. Kommen nochmal Blindshots rein. Der ein oder andere connected da nochmal. Ja, unangenehm. Delny, weiter Druck. Jetzt schießt die Haru auch mit drauf. Ah, aber ich weiß halt nicht, ob die Haru sich da nicht ein bisschen verschätzt hat. Ah, weil, wie gesagt, Delny kann healen, Haru nicht. Da nimmt er jetzt ein bisschen Damage, aber der hat den Heal, um da ein bisschen Puffer zu generieren. Und der kann das natürlich auch länger mitmachen. Da kommen nochmal Shots von der Moskwa auch auf die Delny. Ja, im Großen und Ganzen, denke ich, ist die Delny ja gut rausgegangen. Also der Trade war gut. Man hat ein bisschen die Haru getradet, ein bisschen die Kleber getradet. Ey, das passt. So muss das. So, Grozovoy fährt außen breit an inzwischen. Ja, man sieht es hier unten. Leider kann man nicht weiter rauszoomen, sonst könnte ich es euch besser zeigen. Na, man muss aber sagen, in B, das Team von Bonks hat gut gelitten. Jetzt ist die Haru gespottet gewesen. Oder es sind Blindshots. Es könnten auch Blindshots gewesen sein. Ja, Vermont kriegt eine Salve von der Montana. Frage ist, wie viel Damage wird es? Oh ja, doch, war ganz schlecht. Da kommen nochmal von der Vermont Shots. Hm, also das hätte auch mehr wehtun können. War vielleicht ein bisschen Glück dabei. Aber das braucht man manchmal auch in diesem Game.
Also wir haben ganz klassisch, die beiden Homecaps sind besetzt. Und jetzt kommt der Smoke Train von Shaft. Die Torps hier von der Kleber sind gar nicht so ungefährlich. Die sollte man mal im Hinterkopf behalten oder beobachten. Weil nicht, dass die Gearing da reinfährt. Ah, ist so ein bisschen Space da. Also ich denke, wenn sie hier das Cap bekommen... Natürlich ist das Positioning hier unten von der DM etwas angenehmer, weil er hier Cover hat. Das ist das, was ich angesprochen habe. Du hast hier in der Insel einfach Cover und kannst nur von vorne punished werden. Smoke Drain kommt. Danny fährt jetzt auch in Position, um reinzutorpen. Also man sieht, die umkämpften Caps sind die D- und die C-Caps. Da kommt das Radar. DM ist sehr, sehr weit drin, aber ist gecovert. Das Problem ist, du hast hier die Vermont. Die Frage ist, kommt die Vermont da drüber? Er ist schon am Reversen. Er nimmt sich da die Zeit für einen guten Shot. Die DM darf jetzt nicht einen Fehler machen und vorfahren. Er darf auch nicht den Fehler machen und hinterfahren, weil hinten wartet die DM. Also Crossshots sind möglich. Da kommt schon die erste Salve von der Montana. Viel Zeit hat die Vermont von Shaft jetzt nicht mehr, um auf die DM zu schießen. Aber er hat noch keinen Winkel, glaube ich. Nee. So langsam entwickelt sich das, aber das Radar ist gleich aus. Ja. Vielleicht macht er nochmal einen Blindshot, aber ich denke, gerade mit einer Vermont sollte man sich seine Salven für einen entscheidenden Moment aufbewahren. Da kommt man eine Salve, aber dank Legi-Modul kommt er da gut wieder raus. Kein Problem für die DM. Ja, also Chef steht hier auch gerade am C-Cap sehr aggressiv mit der Montana, die ist sehr, sehr weit vorne. Gdansk schiebt jetzt ein bisschen runter. Das sorgt dafür, dass die Krosovoi ein bisschen zurückgedrängt wird. Radar kommt vom Smoke Train von Bongs. Der ist sehr, sehr offensiv vorne, weil ja, sie wollen die Gearing da resetten. Aber die Gearing steht perfekt hinterm Berg, kann nicht resettet werden. Jetzt brauchen wir Crossshots. Da kommen die Crossshots von der Haragumo. Da kommen nochmal Shots. Kommt der Reset? Nein. Chef kriegt trotz Radar das Cap. Ja, und da kommen nochmal Shots von der Vermont, aber ich denke, die Gearing kriegt das ganz gut gedodged. Ja, also top für die Gearing, ne? Also du kriegst das C-Cap, tradet fast keine HP. Überragend, ne? Gdansk gerade für die Krosovoi. Gut, Krosovoi hat healed. Das bisschen, was er da reinpuckt, juckt ihn nicht so wirklich, weil das wieder weghealen kann. Das kann die Krosovoi ein bisschen machen. Delny ist jetzt spotted, nimmt da ein bisschen Damage. Kleber, alle schießen da drauf, sie wollen die Delny hier killen. Ja, aber gleichzeitig hier auf die Vermont wird mitgeschossen, die sehr, sehr weit vorne auf einmal auftaucht, muss man auch sagen. Ja, Delny wird jetzt rausgedrückt, ist aber wieder zu, da kommen jetzt die Trades auf die Haragumo, auf die DM. Also aktuell tickt natürlich das Cap, das eine Cap für Chef, weil sie es seit kurzem erst geholt haben. Ja, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis sich da ein Vorsprung rauskristallisiert. Die Montana ist mir da ein bisschen zu aggressiv reingefahren. Der wird jetzt gefarmt von der Haragumo und dem Smoke Train. Aber er ist schon am rausfahren. Er hat schon ein bisschen gemerkt, dass er da ein bisschen deep ist. Ja, man sieht, wie schnell das geht. Ne? Dann bekommt man ein paar Salven in die Seite und wird dann auch gefarmt. Das passiert sehr, sehr schnell und dann hat man auf einmal fast keine HP mehr. Gut, Montana hat einen sehr, sehr großen, ich nenne es mal großen Heal. Ist ja der Special amerikanische Heal. Der healt da ein bisschen mehr als normal. Da kommen jetzt Torps, die laufen aber aus. So, nochmal einen Überblick verschafft. Monty kriegt nochmal einen Permabrand, ist aber hinter Berg 17k, kriegt der Brand nicht runter. Da will ich mir keine Sorgen machen. Gearing wird jetzt gut gefarmt von der Haragumo. Smoke Train kommt auf die Vermont. Ja, sie müssen ihre DM schützen, aber das hilft nichts gegen das Radar. Die Frage ist, wann kommt die Salve von der Vermont? Die Vermont nimmt einen Torp-Treffer.
DM ist halt auch in der Position, wo sie wahrscheinlich, wie gerade eben, wo die Vermont nicht wirken kann. Ja, wir haben jetzt gleich 100 Punkte Lead für Chef. Also Bonks muss jetzt schauen, dass sie da ein bisschen Impact generieren. Sie traden auch ziemlich gleichmäßig HP. Man sieht's, der HP-Pool bei beiden Teams ist ziemlich even. Ja, die Frage ist, was ist der nächste Trade? Man muss jetzt sagen, die Krossevoi nimmt hier overall ziemlich viel Damage. Er könnte, wenn er Pech hat, auch rausgehen bei sowas, ne? Gerade gegen eine Gdansk. Muss ich jetzt smoken? Er weiß es, aber ich glaube, das war zu spät. Kriegt die Gdansk noch Shots rein? Nein. Vermont ist nächstes Ziel. Schade, es war knapp für Chef. Wäre natürlich ein interessanter oder wichtiger Kill gewesen, um da Druck aufzubauen. Jetzt wird die Haragumo in der Mitte ein bisschen zerlegt, ein bisschen angefasst. Da kommen gute Shots rein. Auch auf 7k runtergedroppt. Ja, jetzt hat sich auch Chef einen kleinen HP-Lead hier generiert. Von gut 100k ungefähr, sogar 120. Die Vermont geht jetzt auf den Push, nimmt einen Torpedo. DamageCon ist ready. Ja, sie versuchen jetzt auf dem Homecape von Chef Druck zu machen. Aber die stehen da halt noch mit ziemlich viel HP. Und ich glaube nicht, dass die Vermont es schafft. Da kommen die nächsten Torps. Und ja, da ist auch schon der Smoke Drain, hat sich schon umgedreht. Und jetzt wird die Vermont rausgefokust. Das war, glaube ich, nochmal ein wichtiger Kill für Chef. Ein BB weniger, das heißt weniger Cross-Shots. Und jetzt könnten sie auch eigentlich wieder repushen. Das werden sie wahrscheinlich auch tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt die Petro sagt, wir bauen jetzt wieder Druck auf. Also nicht gleich ins Cap, aber da den Gegner unter Druck zu setzen. Da kommt jetzt auch das Raider, um zu schauen, was ist denn hier noch so? Und sie wissen, okay, hier ist irgendwo noch eine Krossevoi. Die Kleber ist relativ low. Da können wir was machen. In der Mitte treffen die Smoke Trains wieder aufeinander. Radar läuft jetzt von der Moskwa. Die hat sich nach innen positioniert, um den Smoke Train von Shaft in C mitzufacen. Da kommen auch nochmal Shots. Die Frage ist, sind die für die DM? Ne, die sind für die Haru gewesen. Haru ist Raidart vom Smoke Train von Chef. Die schieben da jetzt drauf, weil sie wissen, da ist kein Radar mehr von der DM, was sie spotten kann. Und ich glaube, wir sehen jetzt parallel zwei DD-Kills von Chef. Oh, da kommt der Trade. Aber kriegen sie die Haragumo noch raus, ist die Frage. Nein, die überlebt. Also da getradet, Gdansk gegen Kleber. Da könnte es sein, dass die DM da vielleicht irgendwas machen kann. Da geht die Haru raus von Bonks in der Mitte hier. Und da geht auch die DM raus. Ach, das DM, die hier in der Mitte. Ich dachte mir gerade hier, die DM, die kämpfen noch. Aber ich denke auch, dass die Haragumo gleich rausgeht und dann ist das Match vorbei. Da wird geblindshottet wie blöde, aber 10 Sekunden, dann geht es auch über die Punkte. Und damit holt sich Chef Game Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs. Wieder sehr, sehr kontrolliert runtergespielt und verdient sich den Sieg und damit 2:0 geholt. Herzlichen Glückwunsch.